Geheimnis aller Begabungen. Begabungen sind bei den einen da, bei den anderen nicht. Die einen übersprießen von Begabung, die anderen möchten gern wissen, wie komme ich nur annähernd dazu, dass ich auch mal gebraucht werde. Aber es gibt eben Geheimnisse, es gibt Zusammenhänge, es gibt Gesetzmäßigkeiten. Und ich möchte die Geheimnisse zeigen, damit du zu deiner Begabung, zu deiner Befähigung findest. Geheimnisse aller Begabungen. Jetzt reden wir von Prinzipien, die alle Begabungen immer insgesamt umklammern. Und wir gehen in die Tierwelt. Ich habe wieder neu eine Studie gemacht über die Ameisen. Nicht nur der Ameisenschwarm, das ist ein Schwarmprinzip. Was ich sage, ich erkläre es jetzt nur gerade ein bisschen mit der Ameise. Fakt ist, jede Ameise in seiner Ameisenstadt oder sagen wir besser Ameisenorganismus hat, wenn sie auf die Welt kommt, nicht nötig, auf die Schule zu gehen, Universitäten zu besuchen, irgendwelche Lehrgänge, Ausbildungen oder Ausbildner. Sie kennt nichts von alledem. Sie kommt auf die Welt mit allem Wissen und allem Können. Und da, wo sie gebraucht wird, da, wo die Bedürfnisse sind, entwickelt sie sich automatisch rein. Jede bekommt ganz spezielle Aufgaben, ob das Wächterdienst ist oder Versorgung oder Königsdienst, nimm was du willst. Sie können das einfach, sie bringen dieses Grundwissen auf sämtlichen Gebieten des Lebens mit, weil es in ihnen angelegt ist. Und das betrifft, wie gesagt, alle Schwarmintelligenzen, alle Schwärme, alles in uns Menschen himmelhoch überlegen. Hast du dich schon mal gefragt, wie das eigentlich so geht, dass ein Haufen vieler Fische plötzlich die Richtung dreht? Kommt der Feind denen zu nah, gehen sie in Kugelposition, damit sie aussehen wie ein großer. Wusstest du das schon? Oder schau mal in den Himmel, wenn es kälter wird im Norden, wie zigtausende von Vögeln sich zusammentun wie Horden. Ohne Führung ganz von selbst reihen sie sich gen Süden ein, nur um Teil dieser Bewegung in dem großen Schwarm zu sein. Ihre Schwarmfähigkeit, ihre Fähigkeit zu bauen, es gäbe ganze Bücher darüber zu schreiben, was die Statik von Termiten- oder Ameisenbauten betrifft. Von den Bienen wissen wir es, von den Waben, hochrangigstes Wissen, wo unsere Wissenschaft noch weit hinterherhinkt, unsere Baustatiker, Klimasysteme, unendliche Dinge könnte man hier aufzählen, in einer Perfektion, dass wir bei weitem hinterherhinken. Und natürlich allem voran die Ethik, die Moral, die in so einem Staate drin herrscht, wo alles in einer hundertprozentigen Harmonie abläuft, wo keins das andere schubst und beißt oder so, sondern wo jedes für das andere da ist, das Leben für das andere hingibt, eher bereit ist zu sterben, als das andere zu vernachlässigen. Die Schwärme bilden sich im Frühling ständig neu, und die 15.000 Bienen warten laufen treu, bis die Kundschaft da zurück und alle Bienen einig sind, ziehen sie ins neue Nest, und zwar alle ganz geschwind. Die Termiten in 5 Jahren bis 3 Meter hohe Haufen, da sie nicht so lange leben, fragt man sich, wie soll das laufen, dass die nächste Generation einfach weitermacht am Bau. Die Termite an und für sich ist ja nicht sonderlich schlau. Ihr aber sollt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das kommt aus dem Munde Gottes. Ihr seid doch weit mehr als die, nicht nur die Vögel, auch als die Ameisen, als die Bienen oder die anderen Schwärme. Ihr nun, ihr seid Menschen, ihr seid Gottes Kreaturen, in Gottes Gleichung geschaffen. Ihr nun sollt vollkommen sein, nicht nur wie die Ameisen, ich sag's mal so, sondern wie der himmlische Vater selber in Person. Wir haben diese Vollkommenheit bislang einfach nur deshalb nicht erreicht. Ich sage, warum es so ist, weil wir dieses Wort nicht glauben können, 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 nicht ernst genug nehmen, weil wir dieses Wort nicht glauben können, nicht ernst genug nehmen, weil wir dieses Wort nicht glauben können, nicht ernst genug nehmen. Seht ihr das auch so? Wenn Gott dir sagt, wie der himmlische Vater, dann ist es so gemeint, das ist nicht eine Metapher. Das müssen wir verbindlich nehmen, heißt das. Verbindlich. Genug Ernst. Ja. Es ist möglich, hier und jetzt das größte Wunder zu erleben. Synergisch wie ein Schwarm, lassen wir die Erde beben. Denn je größer die Gefahr wird, je mehr man uns bedroht, desto
desto stärker wird die Kraft der Einheit, die in allen wohnt. Also Jesus hat uns geoffenbart, dass sämtliche Vollkommenheiten Gottes, und zwar real, nicht theoretisch, real, direkt in uns angelegt sind, nicht außerhalb. So wie das tierische Reich mit Instinkt ausgelegt ist, ausgestattet ist, im Hier und Jetzt, im Tier drin, um das Tier herum ist Instinkt, wirkt Instinkt. Genauso bei uns die göttliche Vollkommenheit. Das ist die gute Botschaft. Wir haben eine weit höhere Veranlagung bekommen als die Tiere. Und da reden wir jetzt wirklich im Vergleich zu der Vollkommenheit, wie sich Schwärme bewegen, 0,6 Sekunden, wie der Schwarm sich bewegt, wie sie alles können, alles verstehen. Gott gibt uns weit, weit mehr. Und in Wahrheit ist es so, Gott gibt uns nicht moralische Gesetze und noch höhere Ansprüche der Sittlichkeit. Nein, er gibt uns sittenhaftes, göttliches, ureigenstes Wesen. Seht ihr den Unterschied? Er fordert nicht Sittlichkeit, er gibt uns ein sittsames, neues Wesen. Er selber ist das neue, sittsame Wesen in uns. Er fordert nicht bessere Moral, er wirkt in uns bessere Moral, durch sich selber in uns, weil er die bessere Moral ist. Er ist das als Person. Ihr sollt jetzt nun vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist, indem ihr das glaubt, indem ihr das durch Gnade erwartet, und zwar praktisch, nicht theoretisch, sondern als ausgegossene neue Welt, als ausgegossene neue Wirklichkeit, als Sittsamkeit, die von selbst in uns hochkommt, wenn wir nur zulassen, nur damit rechnen, nur offen sind dafür. Nicht neue Ethik fordern, sondern ein neues ethisches Sein, das aus uns hervorbricht, die neue Natur, für die wir angelegt wurden. Etwas ganz Fantastisches, Großes und Wunderbares, also mehr als all diese Tierchen können. Woher haben denn diese Tiere die Begabung? Woran sind die geknüpft? Also alle Begabungen, die sie hat, sind ausgelegt, geknüpft an das Staatswesen, in das die Ameise hineingeboren wird oder die anderen Schwarmtiere. Und nun gibt es dieses besondere Phänomen, wenn du eine Ameise, die völlig alles weiß, alles kann und sich völlig zurechtfindet auf allen Gebieten des Lebens, wenn die sich aus welchem Grund auch immer verirrt und aus ihrem Staat, aus ihrem Organismus sich entfernt, aus welchen Gründen auch immer, sobald sie nicht mehr in ihrem Staat ist, und das gilt für die Biene, das gilt für jedes andere Schwarmtier auch, sobald sie den Bereich ihres Staates verliert, sind all ihre Begabungen Schnee von gestern. Sie kann nichts mehr. Oder ich muss es anders formulieren, sie will nichts mehr, sie tut nichts mehr, sie übergibt sich passiv dem Tod. Hör gut zu, was ich jetzt sage. Würdest du diese Ameise nehmen und wieder zurück in ihren Staat bringen, da wo sie hingehört, würde sie sofort mit allem fortsetzen. Sie hat die Begabung als solche nicht verloren, sie wird einfach wie eingefroren. Die Botschaft, die uns daraus erreicht, ist diese: Die Begabungen sind für das Gesamte da. Deine ganzen Bestimmungen, all die Ausflüsse aus dir, all das Wirken Gottes aus dir, hat nichts mit dir als Individuum allein zu tun. Ihr Leben, ihre Existenz, ihre Begabungen sind unmittelbar direkt verknüpft mit der Verbindlichkeit zu ihrem Staat. Das wollen wir uns mal gut merken. Das ist eines der größten Geheimnisse überhaupt, was die Funktionalität von uns Menschen auch im Hinblick auf Geistesgaben betrifft. Ja. Also, wenn wir den Organismus verlassen, aus welchen Gründen auch immer, verlassen wir unser Sendegebiet. Und es ist wie wenn du außerhalb von so einem Sendemasten bist und du hast keinen Empfang mehr auf deinem geistigen Handy, hast keine Verbindung mehr, dann siehst du keinen Zweck mehr in deinem Lauf, weil es keinen Sinn mehr macht. Das Alleinsein macht keinen Sinn, du verdorrst. Gut, also nur in Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leiblich in uns herab. In Christus meint im Organismus. Nur im Organismus, wenn ich im Organismus, ich sage es jetzt mal in unserem Bereich, wenn ich in der OCG drin bin, da wohnt die ganze Fülle Gottes in mich herab. Er ist mein Staatsgebiet, er in Person. Seine Friedensherrschaft
ist mein Staatsgebiet. Er selber ist das. Ja. Und darum bleibet in mir, bleibt in der Verbindlichkeit, bedeutet bleibt in der gemeinschaftlichen Berufung, bleibt in der Aufgabe, im gemeinschaftlichen Werk, bleibt im gemeinschaftlichen Dienst, so wie in der Lehre und der Königsherrschaft Gottes. Aber das Gemeinschaftliche hat trägt eines der größten Geheimnisse, was geistliche Begabungen und Fähigkeiten anbelangt. Die Leute gehen zugrunde, die sich an den Rand des Organismus bewegen. Wer zum Rand sich bewegt, begibt sich aus dem Sendegebiet. Ich erlebe immer wieder, dass Menschen, die Krisen haben, sich an den Rand begeben. Und darum plädiere ich sehr, lasst uns die Zukunft gemeinsam meistern. Erkennt, dass alle Begabungen, alle Kräfte, alle Tugenden im Organismus drin sind. Also wenn ich eine Krise habe, wo ich merke, jetzt will es mich wegreißen, dann komme ich zu euch, dann verlasse ich euch nicht, dann sage ich, wie es mir geht. Aber weil ich gesetzmäßig erlebe, wenn ich mich aus eurer Mitte begebe, dann ist mein definitives Aus. Egal, was ich mir zuvor einbilde, dann werde ich eure Hilfe suchen. Und dann kann ich beim Ameisenstaat, beim Bienenstaat, bei allen Schwarmtieren kann ich erleben, alle geben dort so selbstlos ihr Leben hin. Ich sage es nochmal, sie werden eher selber sterben, als dich sterben lassen. Die füttern dich durch, die heilen dich, die machen alles. Die Tierlein, die sind Tag und Nacht im Einsatz, um dich hochzukriegen, wenn du da eine schwache Ameise in der Mitte bist. Aber die Bedingung ist, sie müssen dich erleben, sie müssen dich spüren. Du kommst gemeinsam hoch oder nicht. Der Organismus heilt dich. Wenn du reinkommst, wird die ganze Energie Gottes in dich hineinfließen, du kommst wieder auf die Beine. Du kannst nirgends schneller, besser geheilt werden als im geistlichen Spital, ich sage es mal mit diesen Worten. Du kannst nie besser ernährt werden als in der geistlichen Speisekammer, wenn du mittendrin aufgehoben bist. Aber außerhalb ist nicht vorgesehen. Steig hier herauf. Die ganze Bibel ist voll von Kollisionen, wo wir sehen, dass Menschen nicht nur allein ihre Begabungen, sogar ihre ganzen Berufungen verloren haben, ihre ganze Existenz verloren haben. Ivo Sasek erklärt anhand verschiedener Beispiele aus der Bibel, wie Menschen ihre Begabungen, ja sogar ihre ganze Berufung verloren haben. Wie zum Beispiel ein König Saul, der durch seinen Ungehorsam dem Propheten Samuel gegenüber sein ganzes Königtum verlor. Diesen Geschichten stellt er allerdings ein herausragendes Beispiel von Begabung gegenüber. Die Erzählung handelt von Johannes, der unmittelbar aus der Totalkrise der lauen Laodicea direkt in den Himmel hochstieg und dort Unglaubliches erlebte. Was musste er tun, um so hoch begabt zu werden? Was willst du mehr als direkt in den Himmel reinschauen, könntest du fragen. Was war es? Und jetzt passt gut auf, jetzt kommt eine Gesetzmäßigkeit ins Spiel, die unglaublich viel mit unserem Lauf zu tun hat, mit unserem beständigen Alltag. Der Punkt, warum er da in den Thron reingekommen ist, war ganz ein einfacher. Er hört eine Stimme, wie eine Posaune, mit mir reden, die sprach, steig hier herauf, steig hier herauf. Das heißt, wenn du in dieser Totalkrise bist, einen Schritt vorausgespuckt werden, sagt er, wenn du jetzt hier durchgehst, dann werde ich dich auf dem Thron sitzen lassen. Du stellst dir vor, ja, ich möchte auf den Thron, aber wie überwinde ich jetzt? Und dann denkst du an deine persönlichen Verfehlungen vielleicht, an deine Schwachheiten und strengst dich an, dass dir das nicht mehr geschieht, dass du hier sorgfältiger bist, dass du dort ein bisschen mehr, hier ein wenig weniger, ein bisschen weniger. Stimmt das, was ich sage? So stellen wir uns oft das Überwinden vor. Aber hast du gewusst, dass es gar nichts mit Überwinden zu tun hat, wie es hier gefragt ist? Wer überwindet, heißt wörtlich der Siegerseiende. Wer Siegerseiende ist, oder könnte ich sagen Siegerbleibender. Die Überwindung geht einen ganz anderen Weg als diese Selbstkasteiung, diese zerknirschende Buße, die wir oft mit uns herumschleppen, dieses Selbstunzufriedene, weil wir das nicht überwinden können, was wir uns vorgesetzt haben. Darum kommen wir nicht weiter, stimmt's? Darum klemmen unsere Begabungen, darum hängt es an unserer Berufung, an unserer Erwählung. Wir wissen alles und es geht nicht vorwärts. Jetzt vergiss einfach mal dich selber. Aus dem Ameisenstaat sollten wir gelernt haben, es geht gar nicht um dich. Die Begabungen hängen am Gesamten.
Gott ist an dem Gesamten interessiert, dass das Gesamte hochkommt. Um den gesamten Willen musst du anders leben, musst du siegen. Auf eine ganz andere Weise. Der Punkt, wie man siegerbleibend ist, ist genau wie es hier steht. Man überwindet, indem man die Stimme hört, die sagt, jetzt steig hier hinauf. Geh höher, Schaltengang höher. Aber was machen wir? Wir schalten einen Gang nach dem anderen runter, oder? Bis zum Rückwärtsgang und rasen hier womöglich in eine Wand hinter uns. Warum? Weil wir in der Selbstzerknirschung uns selber runterdrücken und immer noch kleiner machen in unserer sogenannten Buße. Das Gesetz, von dem wir jetzt reden, von dem unsere Begabungen und Berufungen immer wieder abhängen im Alltag, heißt, wenn du nicht mehr kannst, wenn du denkst, jetzt nichts mehr weiter, steig hoch, nicht runter, weiter hoch, heißt das Geheimnis, das Gesetz, weiter hoch, weil, wenn es uns schlecht geht, weil, wenn wir nicht funktionieren, weil, wenn unsere Begabungen, unsere Befähigungen Schiffbruch leiden, einknicken, was immer ist es, weil du zu wenig hoch lebst, weil du nicht hochgestiegen bist, weil du in der Krise runtergefallen bist, in der Selbstverklagung runtergefallen bist, statt hoch. Die Überwindung heißt hochsteigen, zurück in dein Erbe, nicht drehen um Sünden und dies und das und jenes. Lass uns das bitte immer wieder bewegen und glauben, wenn jetzt über die Welt immer noch Schlimmeres kommt. Es ist der einzige wahre Grund, warum hier solche Aufbrüche stattfinden, ihr Lieben. Wo immer ich hinkomme, sind die Menschen plötzlich da, wo wir sind, obgleich wir 35 und mehr Jahre hart dafür gearbeitet haben, in 10.000 Sitzungen, Lektionen und. Die reden da gleich mit und wissen, wovon wir reden, muss noch nichts mal erklären. Wir verlieren unsere Begabungen nicht in den Krisen, sondern wir gewinnen sie. Du könntest nicht weiter unten sein, das ist ja der Schlusspunkt der Tragödie hier. Aber genau Laodicea sagte, wenn du überwindest, wirst du mit mir auf dem Thron sein. Aber wie überwindet man? Du musst auf den Thron hoch. Du musst in den Thron hochsteigen, steige hier hinauf. Und möchte ich jetzt mit Inhalt füllen, dass wir uns etwas darüber vorstellen können. Wenn Strafanzeigen gegen mich laufen, habe ich so eine Mühe, so eine Ohnmacht in mir drin, ich kann mir es einfach nicht vorstellen, ich kriege das nicht auf die Reihe, wie ich diesen Prozess gewinnen könnte. Weil so oft ich darüber nachdenke und auch darüber bete, das kann man ja dann, oder? Habe ich immer ein Bild vor mir, das hochsteigt, das ist eine korrupte Bande hier. Die hängen zusammen, das ist eine Seilschaft. Und jedes Mal bringe ich keinen Glauben zustande, wenn ich mich um diese Dinge drehe und mir vorstelle, wenn ich glauben möchte dafür, dass ich diesen Prozess gewinne. Es ist kein Glaube da. Was ist der Grund? Das ist ganz ein einfacher Grund. Steige hoch. Wenn du keinen Glauben bekommst, wenn ich keinen Glauben bekomme, ist es, weil ich zu tief fliege. Der Glaube, die Begabung ist dort angesiedelt, wo ich mich im Wirklichen in der Dimension befinde, wo Gott sich gerade aufhält. Ich muss mich in der Zeitgeschichte befinden. Also wie geht das? Wie überwinde ich es? Also wie komme ich zu neuem Glauben gegenüber meinem Gerichtsprozess und diese Dinge? Ganz einfach. Gott möchte, dass ich die ganze Justiz ins Visier nehme und sage, Falschjustiz kommt jetzt auf den Boden. Oh! Die ganze! Und wenn der Glaube mangelt, dann merke ich, nicht nur die Schweizer, die ganze. Hör, hör, hör. Und sobald du hochsteigst, interessiert dich das andere. Es ist ein Klacks, es ist nichts mehr daneben. Es existiert gar nicht mehr. Interessiert mich einen alten Hut, irgendwas, oder? Mein persönlicher Fall, der kann doch den Bach runter, aber das eine nicht. Und da hängt der Glaube Jesu, da hängt der Glaube Gottes drin. Oder? Sobald ich genug hochsteige und im Programm drin das bin, das jetzt gerade hier unten so läuft, pulsiert der Glaube Gottes. Aber nur wenn ich genug hoch bin. Und siehst du, das ist eines unserer größten Probleme im Alltag. Sobald wir an unsere Grenzen kommen, steigen wir runter oder winseln und betteln jahrelang um diese kleinen Dinge, die gar niemand interessiert. Das interessiert den Himmel gar nicht, die stehen so hier, oder? Hier wieder.
So. Aber wenn du sagst, gut, den Fall werde ich nicht gewinnen, aber wie wäre es, wenn wir mal die ganze Justiz runterholen, die falsche Justiz, wohlverstanden, die falsch. Wir reden nicht gegen Echtjustiz, nicht gegen Restjustiz, wir reden gegen die Eingeschlichenen, die Vorwandkriminellen, die sich hier Unrecht an die Spitze gesetzt haben. Wie wäre es, wenn wir die kippen? Macht der ganze Himmel so, hey, wir sind dabei, wir sind dabei. Wann geht's los? Wann geht's los? Das ist eine Nummer. Da finde ich Begabung, da finde ich Erwählung, da finde ich Berufung, da finde ich Geisteskräfte, da finde ich einen Fortgang, ja, einfach gewaltig. Und wenn es wieder runtergeht im Glauben, einfach noch mehr in die Richtung, hoch, hoch, steige hoch, in den Himmel hoch, du musst da hochkommen. Und das sind Wehen, die müssen sein, anders steigst du da gar nie hoch. Das geht gar nicht, ja. Aber ich kann da gar nicht hochsteigen ohne den Gegenspieler. Es geht gar nicht. Wir haben da oben gar nichts verloren, wenn wir nicht das entsprechende Kaliber mit uns mitbringen. Im Hochsteigen ist die Begabung, auch die Begabung des Glaubens, auch die Begabung, etwas Nächstes zu unternehmen, den nächsten Schritt zu sehen. Es geht nur im Hochsteigen, dass man in die Dimension, in die Zeitgeschichte einklingt, wo der Geist gerade so wirklich wirkt. Jesus sagt, er bittet das Große, um das Kleine zu empfangen. Er bittet um das Größere, wenn du das Kleine empfangen willst. Also du wirst im Kleinen nicht fertig, steige hoch, heißt das. Das wird dir hinzugefügt. Aber stillhalten und hochsteigen, das ist das, was jetzt dran ist. Hierin liegt der Glaube Gottes. Die Befähigung, mit Gottes Glauben angetan zu werden. Man muss nur dort sein, wo sich Gott gerade aufhält. Und dort ist auch sein Glaube. Ja? Jetzt mache ich vielleicht mal einfach ein paar Sekunden Denkpause und du sagst, wie sieht das Hochsteigen aus, wenn du mit deiner persönlichen Heiligung nicht zurechtkommst. Kleine Denkaufgabe in einer kleinen Denkpause. Überleg dir jetzt mal, wie sieht das aus? Jetzt mache ich mal kurze Denkpause. Leg's für dich zurecht. Hast du es? Ja. Mit der Zeit, wenn man das ein bisschen übt, geht das im Sekundentakt, wenn man aus diesen Dingen geneigt ist, rauszufallen, das Sendegebiet zu verlassen. Aber ich hatte seit je eine wunderbare Medizin gegen mangelnde Heiligung und alles. Ich habe gesagt, Herr, die ganze Welt muss geheiligt werden. Die ganze Welt muss geheiligt werden, oder? Ja. Natürlich musst du nicht gleich so einen Sprung machen, das ist nicht die Meinung. Aber was schon wirklich hilft, ist zu sagen, ich werde hier ganz geheiligt sein, ohne einen Finger zu bewegen. Ich höre auf, mich abzurackern, eben wieder diese zerknirschte Buße und das Gebrüll und Gewein. Interessiert doch Gott überhaupt nicht. Was ihm Spaß macht, ist Gnade schenken, aber eben nicht billige Gnade, wo du bleibst, wie du bist. Und dann oben kommst du so gebeugt in den Himmel rein und sagst, ich weiß, was ich alles Schlimmes und so, aber du hast mir vergeben. Das hat so nichts mit Gnade zu tun. Wisst ihr das? Das hat doch nichts mit Gnade zu tun. Das wäre im besten Fall Dummheit. Gnade heißt doch, ich nehme dir die Last ab. Und zwar nicht nur juristisch, sondern praktisch. Was ich erwarte, ich steige hoch, indem ich sage, keine einzige Anstrengung mehr in dieser Sache. Weil solange ich mich angestrengt habe, hat es nichts gebracht. Also irgendwann sehe ich es ein, hör mal auf damit. Da höre ich wieder die Parallele zum Aufklärungsdienst. Da machen wir Klarte, fangen die Leute schreiben, wir müssen mal was tun, oder? Immer was tun, ja, tu was. Glaube. Glaube ist ein Tun, ist eine Tat. Und vielleicht die erste wirklich erfolgreiche in deinem Leben. Wenn du sagst, jetzt wirklich aus Glaube, denn so steht es geschrieben, aus Glaube durch Gnade ohne Verdienst. Nur was wir begreifen müssen, jetzt, heute, hier. Nicht im Himmel. Wirkliche Erfolge, wirkliche großartige Erfolge
sind dort, wo wir nicht einen einzigen Finger im Spiel haben. Aber den Glauben wohl, die Erwartung wohl. Ich steige hoch und sage, und das ist das Fantastische, das wird mir geschenkt, was ich mir unter keinen Kniearbeiten, unter keinem eigenen Glauben erlauben konnte, unter keinem Druck und Zwang und Beobachten, ist es da oder nicht. Es ist mein, es ist mein. Und ich rühre keinen Finger und ich werde, und wenn es ist, am Morgen erwachen und das Zeug hat sich erledigt, ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Du segnest mich denn. Was ist wahrer Segen? Das Geheimnis aller Begabungen liegt unter anderem darin, dass wir im wahren Segen drin stehen. Was ist denn der wahre Segen? Der Segen eines Gottgesegneten besteht nicht darin, dass er zum Beispiel keinen Krieg sehen wird oder keinen Krieg haben wird, was noch viel schlimmer ist. Der wahre Segen besteht darin, dass er im Krieg besteht und seine Feinde jagt. Das ist wichtig. Jetzt reden wir natürlich auch vom geistlichen Kampf, vom geistlichen Krieg. Segen besteht nicht darin, keine Verfolgung zu erleiden zum Beispiel, sondern in der Verfolgung nicht verlassen zu sein. Im Gegenteil, der wahre Segen ist gerade in der Verfolgung drin zu finden. Glückselig, wenn sie euch hassen, verfolgen, allerlei Schlechtes, Lügnerisches wider euch reden, sagt doch der Herr, ja? Das sind Zeichen des Segens. Und wenn wir das begreifen, dass wir hier nicht auf Abwege gekommen sind, sondern dass das das Zeichen ist, dass wir noch auf dem Weg sind, dann werden wir auch nicht von der Spur gebracht wie die Ameise, weil wir nicht abirren, weil wir nicht uns verwirren lassen. Also Segen ist nicht, heißt, bedeutet nicht, nicht niedergeworfen zu werden. Wahrer Segen bedeutet, nicht vernichtet zu werden. Man wird niedergeworfen. Das hat nichts mit Unsegen oder was mit Fluch zu tun, notwendigerweise. Paulus sagt es, niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Das ist das Zeichen wahren Segens. 2. Korinther 7, Vers 12. Auch ist nicht wahrer Segen, dass man keinen Ausweg sieht. Wie oft siehst du keinen Ausweg? Ich kann dir jeden Tag an den anderen reihen und sage, jeden Tag sehe ich keinen Ausweg. Bin ich deshalb nicht gesegnet? Glaub das nie. Segen heißt immer einen Ausweg haben, nicht sehen. Wir sehen keinen Ausweg, sagt Paulus, aber sind nicht ohne Ausweg. Das ist wahrer göttlicher Segen. Und siehst du, wenn man das weiß, dass der Segen mit einem ist, dass man ein Recht hat, hochzusteigen, um es jetzt mit den letzten Worten zu sagen, vom letzten Abteil, dann wird man nicht straucheln, dann werden sich die Begabungen halten und weiterentwickeln. Man kalkuliert sie ein, das gehört dazu und jetzt geschieht hier etwas. Also Segen ist nicht keine Hungersnot zum Beispiel zu erleiden, sondern begabt zu werden, in der Hungersnot zu bestehen, womöglich eben wie Jakob hundertfältig zu ernten. Oder Segen in der total, wie soll ich sagen, Segen ist nicht die Totalverschonung, sondern das Leben als Beute zu nehmen, wenn die Totalausrottung beschlossen ist. Aber der Herr sagt, wenn du treu bist und hochsteigst, nicht an mir zweifelst, treu meint mitgehen, einfach mitgehen, egal was passiert, damit rechnen, dass damit nicht der Fluch in dein Leben eingebrochen ist, dann wird sich ein Weg begeben, du wirst überwinden, du wirst auch vor dem Tod, egal was kommt, du wirst nicht zurückschrecken, du wirst darin hochgeführt werden, du wirst keinen Mangel darin haben. Also lassen wir uns nicht irritieren, gleich in welche Falle wir wieder tappen, gleich mit was wir wieder konfrontiert werden, was wieder nach großer Niederlage aussehen mag, nicht am Segen zweifeln, Ausgang erharren, er ist da, wir sehen ihn nicht, aber er ist da und wir werden ihn erleben. Das ist viel wichtiger, als ihn zu sehen.